Einen mach mal, komm, einen seriösen. Moin Moin, mein Name ist Simon und ich begrüße euch zur dritten 48.1-Sendung. Es ist kalt und nass draußen und da hat sich das Münster Bandnetz gedacht, veranstalten wir doch mal eine besonders kuschelige Ausgabe der Die wollen nur spielen rein. Get out of love and listen all these places I once called home. I took this test, now I'm selling for less. It's like what they forward said. Fiercest fables, they won't come to life. To keep it sustained, you start drinking the night. I'm surely taking home my closest friends. Remember I said, I won't forget you all those times. I keep you safe and I don't mind if you go far and make your own way. I keep running, I keep skinning, I keep seeing out till my ass is spinning. I've been ever since you tore me apart. Running, I keep skinning, I keep seeing out till my ass is spinning. I've been ever since you're on me. Snowy winds are blowing so cold these days for me. As the drops are pouring down on my tired face, part of me is craving for comfort, but I keep on going. I just pray that there will be joy outweighing the pain. I cannot breathe when you keep pushing me farther. Please tell me why. Dass Solidarität mehr als nur wichtig ist, haben bereits unsere Kollegen von Weitwinkel bewiesen. Auch die Band Skrotum zeigt sich solidarisch und hat zu ihrer Aktion Don't Repeat History in den alten Güterbahnhof eingeladen. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns doch jetzt mal an. So, hier ist Sebastian von 48.1. Wir sind gerade am alten Güterbahnhof. Gerade fängt die Aktion Don't Repeat History an. Der Text wird gerade erklärt, der Song wurde das erste Mal gespielt. Und wir werden euch jetzt mal ein paar Impressionen davon zeigen, wie es so aussah und um was es ging. Bis dann. Die Aktion ist vorbei, zumindest das Singen. Ich stehe hier gerade mit Lusch, dem Sänger von Skrotum. Und bist du zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, ich finde es fantastisch, wie es gelaufen ist. Ne? Wir wussten von vornherein nicht, wer kommt, wie viele kommen, keine Ahnung. Aber ich finde das super, dass es so großen Anklang gefunden hat und alle so begeistert mitgemacht haben. Und ja, Riesenerfolg, auf jeden Fall. Okay, für Leute, die vielleicht sowas auch mal in Zukunft planen, ein paar Tipps, wie habt ihr es angegangen? Werbung, Technik oder so? Also eine Menge ist über Facebook gelaufen.
Ja, wir haben einfach versucht, so viele Leute wie möglich dazu zu bringen, das zu teilen. Und wir haben ja im Prinzip nicht besonders viel Promo gemacht, wenn man es mal überlegt. Also da geht mehr, ne? Aber wir haben 500 Flyer gedruckt, die überall verteilt. Haben halt viel Hände geschüttelt, viel Persönliches vorgestellt bei den Leuten und unser Anliegen geschildert. Und ich denke, das ist ein guter Weg, um das zu machen. Hoffe ich. Okay, klingt doch gar nicht so schwierig. Also, wenn ihr sowas in Zukunft auch mal vorhabt, Hilfe wird immer gebraucht. Und es war lustig, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen Geld zusammen, damit sich die Aktion auch nicht nur für euer Album gelohnt hat, sondern auch für den zweiten Zweck. Und ich würde sagen, damit sind wir raus. Kommen wir doch nochmal zurück zu der Die wollen nur spielen Reihe. Nicht mal eine Woche nach dem Sonntagskonzert gab es gleich das exakte Gegenteil. Es war Freitagabend, es waren drei Bands und es war Punkrock und sehr, sehr laut. Bitte. Moin Moin, ich stehe jetzt vor dem Gleis 22. Heute Abend, die wollen nur spielen, Teil 5, veranstaltet wie immer vom Münster Bandnetz. Heute Abend mit Knietenbrink, The Unexpected und We Could But We Won't. Ich weiß noch nicht genau, wie es wird, nur eins weiß ich, es wird sehr, sehr laut. Ich stehe jetzt hier mit We Could But We Won't. Wir haben gerade ordentlich abgeliefert, war super laut. Jungs, wie fandet ihr denn das Konzert bis jetzt so? War geil. Ja, auf jeden Fall. Sollte ich sagen. Aber ich fand es auch wirklich geil. Ich fand es auch echt schön. Wirklich. Ja, war denn das Publikum genauso, wie ihr es euch vorgestellt habt? Ist es gut abgegangen oder meint ihr, da geht noch was? Man hat leider überhaupt nichts vom Publikum gesehen, weil die ganze Zeit diese Lichter eingeblendet haben. Aber ich glaube, es ist während dem Konzert noch ein bisschen voller geworden. So, ich war eigentlich, als so am Ende von der Bühne gegangen bin, doch ganz zufrieden, wie viele Leute da waren. So. Ja, der Applaus war auch laut genug, so, das hat echt Spaß gemacht. Aber wie schon gesagt, man hat nicht so viel gesehen von der Bühne aus. Aber war trotzdem schön. Sehr gut. Ja, danke Jungs. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend. Danke. Ich werde ihn auf jeden Fall haben. Cool. Und ja, war ein geiles Mal. Konzert. Bis zum nächsten Mal, genau. Ja, wir haben jetzt gerade We Could But We Won't mehr als deutlich hören können. Es ist super laut da drinnen. Aber das gehört ja auch dazu. Das ist Punkrock, meine Damen und Herren. Ich bin mal gespannt, wie das nächste Konzert wird. Ich glaube, die Leute müssen noch ein bisschen warm werden, was so das Tanzen und Pogen angeht. Aber es scheint sich noch mehr gefühlt zu haben. Es sind noch mehr Leute hier. Ich bin mal richtig gespannt, wie das hier gleich weitergeht. Hallo Leute! Ja, jetzt habe ich gerade The Unexpected hinter mir. Unerwarteterweise ist mein Gehirn langsam ein bisschen Matsche. Das liegt unter anderem an der Lautstärke. Aber das macht überhaupt nichts, weil, wie schon eben erwähnt, das ist Punkrock. Da hinten wird sich schon über meine Antwort lustig gemacht. Macht ja überhaupt nichts.
Jetzt schauen wir uns gleich noch Knietenbrink an. Da wird es noch ordentlich Krawall geben. Bis später. Ein Gedicht über die Liebe, bei dem sich ein Wort reimt. Und eine Inschrift auf dem Grabstein, bei dem die Hoffnung keimt. Lass es weitergehen, lass es weitergehen. Und du fragst dich, wo wir sind. Ich sag, das ist doch ganz egal. Schritte, die Nacht zum Tage erhellen, was Seele vermuten, nicht wissen, da ist es mein Ende der Welt, mein Ende der Welt. Ja, mit Knietenbrink haben wir dann den Abend jetzt auch abgeschlossen. Mein Fazit, es war sehr laut, ich bin halb taub, ich gehe jetzt nach Hause und höre sehr, sehr ruhige Musik. Bis zum nächsten Mal. So, es war's dann auch leider schon wieder. Ich verabschiede mich für heute und sage wie immer, hört euch nicht zu viel Mist an. Ist gekauft.